Ja, hallo, guten Abend. Ich sehe hier. Also, ich finde, wir hatten ja schon sowieso einige philosophische Texte heute. Und ich mache damit auch gleich mal weiter. Also, vielleicht kennt ihr den Film Matrix. In jeder Kritik kommt diesen Matrix sein philosophischer Film. Das ist wahr. Als ich ihn neulich wieder anschaute, kam mir ein luzider Gedanke, der es wert ist, in die Geistesgeschichte der Menschheit einzugehen. Wäre es nicht besser, wir würden alle in einem Computerspiel leben? Wie würde wohl ein Videospiel-Test für dich über das Leben ausfallen? Also, ich hoffe, ihr habt alle schon mal ein Computerspiel gespielt, weil sonst könnt ihr jetzt ein Bier trinken gehen oder so, weil das wäre alles gut. Also, vielleicht denkt ihr auch, ich mache jetzt Witze oder so, um sympathischer zu werden. Nein, ich meine das ernst. Ich meine, das Leben hat ja eine super Grafik, aber das Gameplay ist einfach ziemlich scheiße. Irgendwann hat man sich an den netten Effekten, den detaillierten Texturen in den zugegebenermaßen beeindruckenden Überstrahlungseffekten eines Sonnenuntergangs abgesehen. Die Steuerung ist furchtbar, die meisten Charaktere, die ich jeden Tag treffe, sind unglaubwürdige Stereotypen. Die Handlung ist vorhersehbar und das Ende der ganzen Story reichlich unbefriedigend. Und vor allem gibt es viel zu wenig Expressionen. Im Vergleich mit einem Videospiel verliert das Leben einfach. Wie sieht denn so ein normaler Tag von uns allen aus? Wir wachen auf und werden enttäuscht. Wir haben wieder mal kein Level abgemacht, obwohl wir uns letzte Woche beim Sommerschlussverkauf durch Tausende von Mobs geprügelt haben. Das elektronische Fiepen ist auch kein Hilferuf in unsere unterirdische Festung. Es ist nur ein Wecker. Neben dem Bett steht auch keine halbnackte Frau mit viel zu großem Schwert und sagt, lass uns Orks töten und dann auf den Berg lassen, dass wir uns den Mondschein haben. Noch nicht einmal die Zombie-Apokalypse ist angebrochen. Man könnte bei dem nervigen Nachbarn, der seinen Hip-Hop gerade so laut auftritt, dass wir den Text verstehen, obwohl er im dreckigsten Banlieue französisch ist, endlich das Gehirn wegschießen. Trotzdem quälen wir uns doch jeden Morgen aus dem Bett. Aufs Klo gehen, Zähne putzen, rasieren, Frühstück, duschen. Ich mochte schon Sims nie. Wir sind schon wieder zu spät zur Arbeit, Uni, Schule. Also los. Aber ein kleiner Tipp. Man sollte nicht wie in GTA einfach auf die Kreuzung rennen, den Verkehr blockieren und den Fahrer des ersten Autos, das einem zufällig gefällt, einfach passen, hier aus dem Auto, aus dem Fahrzeug einsteigen und los und über den grünen Fahrzeugbesitzer drüber fahren. Kurzfristig macht das Spaß. Die Schüsse, die kreischenden Sirenen, die sich mit den Schreien der Menschen und den quietschenden Reifen zu fast so etwas wie Musik vermengen. Blaulicht im Rückspiegel, Autoracks, Mündungsfeuer aus Polizeimaschinenpistolen, der Geruch von Schießpulver, verbrannten Gummi und auf dem Asphalt gerinnenden Blutes. Aber mittelfristig gibt es dann doch bessere Möglichkeiten, zur Arbeit zu kommen. Und dann halt Arbeit, muss ja sein, ist meistens auch nicht so spektakulär, wie man vorher gedacht hat. Also ich zum Beispiel hatte mir die Arbeit als Archäologe irgendwie actionreicher vorgestellt. Abends wieder nach Hause, essen, ein paar Stunden vorm Computer sitzen oder lesen oder vielleicht doch auf RTL den Mitten im Nebenmarathon anschauen. Natürlich aus wissenschaftlichen Gründen. Und dann, aha, es ging wieder von vorne los! Ständig die gleichen Quests, ohne echte Belohnung. Mir fehlen einfach die Achievements. Wo war denn das Achievement, dass ich sprechen gelernt habe? Oder die ersten Schritte gelaufen bin, als ich zum ersten Mal Sex hatte oder mich an der Uni eingeschrieben hat? Wo war da mein Achievement? Nach dem Abitur haben wir... Was immer ist ein Achievement? Ich habe ja gesagt, ihr müsst Videospiele kennen. Nach dem Abitur haben wir ein Zeugnis bekommen, okay, aber mal ehrlich, wer war denn damit zufrieden? Ich nicht. Ihr? Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, einen neuen Zauberspruch, ein magisches Schwert oder zunächst ein neues Reittier vielleicht. Aber nein, es gibt ein Stück Papier und im nächsten Level bleiben sogar die Gegner die gleichen. Immer noch Klausuren. Und nicht nur mit höheren Werten. Wenn es mehr Achievements gäbe, würden mich wiederholende Quests und Arbeiten gar nicht stören. Manchmal muss man halt Gold und Erfahrung farmen gehen. Eine Sache, die stört mich dann aber wirklich. Bugs. Ich fühle mich wie ein Beta-Tester. Immer wieder stoße ich auf Bugs. Wer kennt ja die Fehlermeldung? Diese Frau ist in ihrem Leben leider nicht verfügbar.
ständig in KI-Aussätze oder NPCs. Weil die nur immer einen Lidl einkaufen, dass sie dann noch nicht einmal mit der einfachsten Aufgabe zurecht. Und von der Deutschen Bahn sollte ich erst gar nicht anfangen. Viel zu lange Ladezeit und ständig Abstürze. Kingdom, wir bitten um Ihr Verständnis. Also Gott, wenn du mal einen zweiten Teil hast, ein Version 2 oder vielleicht eine Version 1.1, dann mach das nächste Mal einen wichtigen Beta-Test vorher. Ich würde mir auch eine Speicherfunktion wünschen. Gut, der Schwierigkeitsgrad ist zwar die meiste Zeit nicht besonders hoch, das Leben ist trivial, aber trotzdem, bei den einigen Entscheidungen würde ich dann doch lieber einmal die andere Möglichkeit auch mal ausprobieren. Leider ist die Spielzeit von 80 mit dem medizinischen Fortschritt vielleicht sogar 90 oder 100 Jahren viel zu kurz. Da muss dringend ein Patch her, meinetwegen auch ein Add-on, ich würde auch zahlen. Damit wäre ich auch schon wieder am Ende. Vielleicht könntet ihr alle ein wenig verspielter an eure Probleme im Leben gehen. Ein bisschen mehr Sportsgeist beweisen, wisst ihr? Das würde alles interessanter und vor allem spaßiger machen. Und vor allem hoffe ich, dass der große Game Designer da oben sich meine Verbesserungsvorschläge und Bug-Reports zum Herzen nimmt und bald einen Patch zum Download anbietet. Vielen Dank.